So, jetzt bekommt diese Weltmeisterschaft wirklich den Anstrich, den sie verdient, nämlich einen globalen. Wir sehen ein Team aus der Mongolei. Moondance heißen sie. Waren bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 schon mal Fünfte. Also auf jeden Fall zu beachten. Und es ist eine total verrückte Geschichte um diese Mannschaft. Die sind 2013 erst gegründet worden, sind 2017 schon im WM-Finale gewesen und sind seit Donnerstag vergangener Woche bereits hier. Viele von ihnen, man glaubt es kaum, aber haben wirklich Kredite aufgenommen, private Kredite, um die Reise hierher überhaupt möglich zu machen, weil sie unbedingt an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen wollen und wollten. Und die Strapazen haben sich gelohnt, sie stehen im Finale. Ihr Thema heißt Falcon, das Symboltier der Mongolei. Begriffe wie Stärke, Mut, Pracht und Energie werden ihm zugeschrieben. Und das werden sie uns jetzt tänzerisch präsentieren. Auch sie zu Beginn mit der sehr langen Lankenau-Pirouette und gleich auch vorne rechts das Paar mit einem kleinen Patzer zu früh fertig gewesen. Auffällig bei diesem Team die Paarharmonie in den einzelnen Paaren, was auch mit der Körpergröße zu tun hat, aber auch die Teamharmonie. Das wirkt alles sehr homogen, sehr klar, ohne mich bisher mit irgendeinem gewaltigen Höhepunkt zu begeistern, aber der kann ja noch kommen.
Auch sie verzichten nicht auf den Potstirrer, gehört auch einfach dazu bei einer Choreografie im Formationstanz. Fehlerfrei, alle Damen rechts rumgedreht, also klassisch. Und dann fertig machen zum Finale. Moondance aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Sehe ich so auf einem Level mit der Mannschaft aus Wien, die wir vorhin sahen. Mal sehen, ob sie die überholen können. An die Führung glaube ich nicht. Die wird Vera Tumen behalten. Publikum in Bremen jedenfalls mag dieses Team. Ist ordentlich mitgegangen. Die sind hier auch Stammgast seit 2013, wie gesagt. Inklusive des ehemaligen Bremer Sportchefs natürlich. Ludwig Everts, liebe Grüße. So, mal sehen, ob sie über die 34-Punkte-Grenze springen können. Dann würden sie im Moment auf Platz 2 landen. Das sieht aber nach den ersten zwei Wertungen zumindest nicht so aus. Nee, das reicht nicht für ganz oben und auch nicht für Platz 2 momentan.